Schön, dass ihr da seid. Ich bin Angelika. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum Granatapfelfärbevideo. Ich habe die Kerne dieser Äpfel nicht selbst gegessen. Ich habe mir diese Schalen schenken lassen. Ich habe auf Facebook in einer Ortsgruppe einen Aufruf gemacht und es haben sich tatsächlich zwei Frauen gemeldet und ich habe dreimal Schalen abgeholt und ich habe jetzt, wie gesagt, das ist von 4 Granatäpfeln. Das ist jetzt gut trocken. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob man damit färben kann. Angeblich wird der Stoff damit rot. Ich habe es noch nicht versucht. Lassen wir uns überraschen. Das Filmen der Färbungen nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und mir fehlt sie jedes Mal, das neu zu machen. Ich verweise euch deshalb auf ältere Videos und zwar, wer es jetzt ganz genau sehen möchte, wie ich es auskoche, wie ich es abseihe, wie lange ich es, wie ich es wiege, wie ich es färbe, wie ich es nachbehandle. Das habe ich euch in Video 314 sehr ausführlich gefilmt. Damals habe ich mit getrocknetem Möhrenkraut gefärbt. Der Stoff zum Färben muss vorbehandelt werden. Wie ich das mache, das habe ich euch in Video 309 gezeigt. Und dann gibt es noch das Thema, wie lichtecht sind solche Pflanzenfärbungen? Und dazu habe ich euch in Video 312 etwas gesagt. Ich gehe jetzt in meine Küche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Das fertige Ergebnis, würde ich sagen, ist ein kräftiges Zitronengelb. Ich habe im Internet gelesen, es ergibt rot. Das war mal wieder ein Trugschluss. Aber ich finde, die Farbe ist sehr hübsch. Es ist ein kräftiges Gelb, ein richtig schöner, kräftiger Farbton, was bei Naturfarben ja nicht so oft zu erreichen ist. Ich habe mal wieder mit sehr wenig Wasser gefärbt. Deshalb ist die Färbung fleckig. Das macht aber nichts. Es wird sowieso ein Pitchback-Projekt daraus genäht werden. Ich habe dieses Mal zum Färben nur die Hälfte meines Färbesudes verwendet. Die andere Hälfte habe ich im Kühlschrank aufgehoben, weil ich damit noch etwas anderes ausprobieren möchte. Ich fasse mich deshalb kurz und komme zum Ende. Wenn euch die Videos Spaß machen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet und es noch nicht getan habt, dann abonniert ihr einfach den Kanal. Wer etwas Ähnliches nachmacht oder schon früher vor mir gefärbt hat, darf gern seine Ergebnisse, seine Bilder mit uns allen teilen. Ich habe eigens eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Der Link dorthin erscheint jetzt gleich im Abspann. Ich bin und bleibe eure Angelika und wünsche bis zum nächsten Video Gottes reichen Segen.